Gut, ja, dann hat Bilbo ewig lang drin gelebt, bis er irgendwann gesagt hat, ich will nochmal auf Reisen gehen und Beutels End Frodo übertragen hat. Lobelia sah kein Beutlin und, wie ist der andere? Nee, nicht Mundo sah kein Beutlin, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wer heißt denn der Mann von Lobelia? Loto ist es nicht, der ist, glaube ich, der Sohn. Denn der Mann von Lobelia, der ist schon tot zu dem Zeitpunkt hier. Jedenfalls, die Sacker im Beutlins, die haben geschäumt, weil sie die nächsten Verwandten wären und es auf jeden Fall geerbt hätten. Frodo ist ja, glaube ich, nur der, lass mich lügen, der Cousin zweiten Grades von Bilbo, wenn ich mich nicht irre. Also die Hobbits sind ja da ganz verrückt danach, dass man hier Stammbäume und Verwandtschaftsgrade aufführt. Und er hat ihn aber testamentarisch zum Alleinerben gemacht und damit hat Frodo alles geerbt, hat 17 Jahre drin gelebt. Bis er sich dann aufgemacht hat, gen Bre mit dem Ring. Und Frodo hat den Ring tatsächlich, ich glaube es sind 17 Jahre. Ja, ich glaube er war 33, als er den bekommen hat. Genau, der 111. Geburtstag von Bilbo war der 33. Geburtstag von Frodo. Die haben nämlich am selben Tag Geburtstag. Und dann hat er 17 Jahre noch gelebt hier. Und ich glaube mit 50 ist er dann aufgebrochen. Und in der Zeit hat er Gandalf immer mal wieder gesehen, hat den Ring gut verwahrt und ihn nie benutzt. Und Gandalf hat dann halt gesagt, du musst aufbrechen, irgendwo anders hin, die würden dich finden hier, du musst aus dem Auenland fort, entscheide selber, wo du hin willst. Und eigentlich hat er nie wirklich gesagt, geh nach Bre oder geh nach Bruchtal. Das hat sich dann erst ergeben eigentlich später. Und eigentlich wollten Gandalf und Frodo sich gemeinsam auf dem Weg machen. Blöderweise ist Gandalf, als er Rat bei Saruman suchen wollte, verraten worden und wurde auf dem Orthanc festgehalten. Naja, und damit ist Gandalf dann halt nicht erschienen und Frodo musste dann wohl oder übel sich allein auf dem Weg machen. Ist eine schöne Aussicht hier, oder? Man kann schon verstehen, warum die Leute das Auenland mögen. Die Hobbits hier. Na gut, damit hat sich Frodo auf den Weg gemacht und hat den Sackheim Beutlins Beutels End verkauft. Er hat, ich weiß gar nicht, wie er es begründet hat. Ich glaube, er wollte einfach, er möchte näher bei den Brandybox sein, weil er mit denen auch verwandt ist. Hier ist ja sowieso jeder verwandt. Ich meine, die Hobbits, die sind auch so ein kleines Inzestler-Völkchen. Will ich mal nicht zu laut gesagt haben, Entschuldigung. Und, die sind dann halt, haben es dann halt aufgemacht von hier aus. Und zwar waren das, lass mich lügen, ich glaube, es waren Pippin, Sam und Frodo. Die drei sind von hier aus aufgebrochen. Während Merry und der Dicke ist Fredegar Bolger, den werden wir noch treffen. Die haben sich mit den ganzen Wertsachen, die Frodo mitnehmen wollte, den ganzen Erinnerungsstücken und so weiter, mit einer Kutsche auf dem Weg gemacht nach Kriegloch im Bockland. Und die anderen drei haben sich gesagt, wir durchreisen das mal zu Fuß. Noch ein letztes Mal durchs Auenland, beziehungsweise für Frodo und Sam, die beiden waren ja eingeweiht, hieß es noch ein letztes Mal durchs Auenland. Pippin und Merry und auch Fredegar Bolger, die waren eigentlich gar nicht eingeweiht, aber die haben es trotzdem erfahren, worum es geht und haben dann ihre eigenen Pläne gemacht. So, also die sind von hier aus aufgebrochen. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Achso, ich muss ja natürlich wieder hier das Ding nicht anmachen. So. Wie sind die denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich glaube, die sind hier lang. Ne, hinten kannst du ja nicht weiter. Ich glaube, die sind hier den Weg runter. Genau, sie sind über den Weg, über den Zaun gesprungen und dann wieder Wind, komme ich hier durch? Naja, Kopf eingehauen. Wieder Wind übers Gras davon. Oder ich glaube, nein, das stand, glaube ich, bei Bilbo da. Ich bin mir gar nicht sicher. Und dann hat man sich querfeld eingeschlagen, um möglichst nicht gesehen zu werden. Erst hier über die Wiese nach Wasserau, dann über das Feld. Wobei, nee, ich hätte gedacht, die sind nach Osten aufgebrochen. Erstmal gen Osten. Ja, ich glaube, die sind gen Osten eigentlich und sind dann hier drüber. Naja gut, wir gehen jetzt mal hier unten lang. Sind dann, da der Fluss hier sehr flach ist, einfach durchgewartet. Gar nicht das Problem. Wir sehen es, wir können ja auch mit dem Pferd durchreiten. Oder auch nicht. Vielleicht ist er davon ein bisschen flacher. Ne, davon gibt es auch eine Brücke. Wahrscheinlich sind sie einfach über die drüber. Naja, und sie sind auch in der Nacht- und Nebelaktion los, weil sie einfach nicht gesehen werden wollten.
Sie wollten nicht gesehen werden, wo sie langreiten und welche Richtung sie überhaupt einschlagen. Sie hätten ja auch nach Osten oder nach Süden aufbrechen können. So, also nehmen wir mal an, sie sind über die Brücke hier drüben gekommen. Das Ganze natürlich zu Fuß. Haben Wasserau großspurig umgangen. Sind dann hier über die Wiese wahrscheinlich. Gen Süden. Und haben sich dann einen Weg gesucht. Und zwar, ich glaube, da war Pippin ganz wichtig, weil sie hier Richtung, fast schon Richtung Buckelstadt gegangen sind. Sie sind nicht ganz bis nach Buckelstadt. Ich glaube, sie sind hier. Oh, hier ist ein Feld. Ich dachte, das wäre der Weg, aber war er doch noch nicht. Genau, ich glaube, sie sind hier querfeldein, bis sie auf den Weg getroffen sind, der hier Ost-West technisch verläuft. Genau diesen. Und dann in der Einsamkeit haben sie den Weg nach Osten eingeschlagen. Wir sehen jetzt nicht viel. Auf der Anhöhe haben sie noch ein letztes Mal auf die Lichter von Wasserau und von Hobbingen einen Blick geworfen. Ich glaube hier oben, genau. Haben sie nochmal zurückgeblickt auf das, was sie jetzt für immer verlassen würden, wie sie dachten. Also sie haben nicht wirklich damit gerechnet, dass sie jetzt unbedingt zurückkommen würden. Beziehungsweise waren sich da nicht wirklich sicher und Frodo hat es, glaube ich, auch gar nicht vor. Und dann ging es querfeldein. Jetzt muss ich aber mal kurz schauen. Ist das der richtige Weg? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Wobei sie nicht durch Buckelstadt durch sind, das weiß ich. Aber ich glaube... Wie sind die denn gelaufen? Ja, wir gehen mal hier weiter lang. Ich glaube, dieser Weg hier, der könnte es sein. Unter Umständen. Dass sie den gegangen sind, um heimlich still und leise lang zu kommen und nicht durch irgendwelche Siedlungen durchgehen zu müssen. Hier sind wir schon in Tuckland. Ach, die Mädelbühne. Ja, das ist nicht ganz der korrekte Weg. Aber so ungefähr, sie sind dann irgendwie hier wieder querfeldein auf den südlicheren Weg gegangen. Hier hat sich Pippin halt sehr gut ausgekannt, weil er ein Tuck ist und deswegen natürlich in Tuckland zu Hause. So, und dann hat man den Weg hier eingeschlagen. Und ist hier in den Wald gegangen. Und hier irgendwo hat man zum ersten Mal einen der Nazgul getroffen. Und es ist nicht ganz so wie im Film, also es ist dann eigentlich so, dass, nehmen wir mal zum Beispiel die Stelle, ich weiß gar nicht, ob das hier ungefähr passt. Ja, irgendwie so hier, nehmen wir mal an, der Nazgul ist gekommen, hat rumgeschnüffelt, alle sind sie den Abhang runtergesprungen, ist jetzt vielleicht hier ein bisschen ungünstig, aber so ähnlich sah er aus. Irgendwo den Abhang direkt am Wegesrand, sodass sie nicht gesehen werden konnten und Frodo hat sich ihm entgegen der anderen auf den Hügel gelegt und hat dann, ohne gesehen zu werden, den Nazgul beobachtet und hat in dem Moment auch schon das erste Grauen verspürt. Und dann sind sie wieder aufgebrochen, als sie das Gefühl hatten, dass sie sicher sind, wussten aber, wir sollten abseits der Wege gehen. So, dann hat man sich... Ach, da ist eine Pfütze, kann das sein? Nee, kam mir bloß so vor. So, dann hat man sich hier weiter lang geschlagen. Also einen richtigen Wald gibt es ja, glaube ich, gar nicht, wie das, wie das im Buch der Fall ist. Hier übrigens steht man, wenn man als Hobbit anfängt, glaube ich. Ja, ich glaube, hier kommt dann auch ein Nazgul vorbei. Genau, und haben sich dann weiter hier nach Osten durchgeschlagen. Mensch, hier laufen auch Räuber rum oder sowas. Die sind natürlich ziemlich schwach, weil das Auenland Stadtgebiet für die Hobbits ist. Deswegen muss es natürlich auch relativ niedrig sein vom Level her. Ja, und da hat man sich dann querfeldein durchgehauen. Wahrscheinlich nicht über die Quellbrücke, wir gehen jetzt trotzdem mal den Weg hier lang. Und in den Wäldern traf man ein weiteres Mal auf einen Nazgul, beziehungsweise hat ihn, glaube ich, von Weitem gesehen. Und man traf auf Elben. Und zwar auf die Elben, die von, ich glaube, er hieß Gildor Inglorion angeführt wurden. Den werden wir auch noch sehen. Ich habe das jetzt erst vor kurzem mal festgestellt, dass der hier im Spiel mit vorkommt. Allerdings ist er nicht hier. Gildor Inglorion ist, ich glaube, einer von Círdans Leuten. Círdan ist ja der Herr der Elben an den Grauen Anfurten. Und ich glaube, Gildor gehört mit zu denen, ist aber, ich glaube, der wandert immer zwischen Bruchtal und den Grauen Anfurten hin und her. Bin mir da jetzt leider nicht so sicher. Und die haben die Hobbits getroffen und haben sie, ja, freundlich begrüßt und... Ich glaube hier an dieser Stelle, ja, verlasst das Elbenlager, da steht es ja auch. Also wir sind an der richtigen Stelle, ich habe tatsächlich den richtigen Weg gefunden. Hier hat man dann gerastet, die Elben haben
schöne Musik von sich gegeben, schöne Weisen. Und hier unter diesem Baum hat man sich dann zur Ruhe gebettet. Ja, am nächsten Morgen waren die Elben dann schon weg. Und das war der erste Kontakt, den zumindest Sam und Pippin mit den Elben hatten. Bin ich mir relativ sicher, ja. Also ich glaube, Frodo, bei ihm weiß ich nicht, ob er einfach nur... Er kann ein paar Brocken Elbisch. Das kann aber auch sein, dass er die einfach nur von Bilbo gelernt hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich schon mal Elben gesehen hat vorher. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, und hier hat man schon einen Ausblick auf Waldhof gehabt. Und ich glaube, Waldhof, sind sie da richtig rein? Ich glaube nicht. Sie haben Waldhof, glaube ich, umgangen. Und sind gen Osten weiter. Hier so lang vielleicht. Querfeldein wieder. Haben dann... Nehmen wir mal an den Weg eingeschlagen. Vielleicht sind sie auch über die Brücke. Ich gehe jetzt mal nicht über die Brücke. Sondern mal gleich hier durch zum Bruch. Und hier finden wir den Hof von Bauer. Ich weiß nicht, ob er Maggot oder Maggot ausgesprochen wird. Ich sag mal Maggot, weil das irgendwie stimmischer klingt, finde ich. Sind wir in Langfurch angekommen? Kurz auf die Karte geschaut. Ja. Hier unten sollte der Bauer stehen, genau. Und bei Bauer Maggot war auch schon ein Nazgul zu Besuch. Und den hat er aber fortgetrieben. Also die waren ihm total suspekt und deswegen hat er sie fortgetrieben. Und da haben sie sich erstmal ein bisschen durchgefressen, weil sie doch ein bisschen ausgehungert waren. Ich meine, Hobbits, die essen 6 Mal am Tag, ne? Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, dass das während der Reise nicht mehr so ist. Der Wolf hier hinten ist übrigens auch ein Hund. Das ist einfach nur sein Name. Maggot hat nämlich drei Hunde. Wolf, Greif und Fang. Und Bauer Maggot hat dann, ich glaube, mit seinem Karren hat er die rausgefahren auf den Weg. Wo ist denn eigentlich dein Weg hier vom Hof runter? Egal, wir gehen jetzt einfach mal über dein Feld drüber. Ach, ich glaube hier unten. Ja, da drüben wäre der Weg gewesen. Mit dem Karren sind die dann hier rausgefahren. Ich glaube hinten unter der Plane. Damit sie im Zweifelsfalle halt versteckt bleiben. Sind den Weg hier lang. Und wir sehen schon, wir sind hier schon am Brandywine. Da drüben ist Bockland. Das heißt, da ist schon kein richtiges Auenland mehr. Auch wenn da noch Hobbits leben. Das ist im Prinzip schon Breland dann. Und sie sind bis hierhin. Es war sehr neblig. Es war mal wieder Nacht. Und hier sind sie auf düstere Gestalten getroffen. Naja, auf eine düstere Gestalt. Aber die düstere Gestalt hat sich als Merry herausgestellt. Denn Merry hat sich gewundert, dass sie immer noch nicht da waren. Eigentlich waren, glaube ich, 2 Tage veranschlagt dafür für die Reise. Sie haben 3 gebraucht, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen ist Merry an der Bockenburger Fähre mit einem der Boote rübergekommen. Also die Fähre wird nicht von einem Fährmann hier gesteuert, sondern es liegen einfach Boote normalerweise an beiden Enden. Das Boot hat sich ein bisschen verabschiedet hier. Und Merry ist dann einfach rübergekommen und ist denen entgegengekommen, hat sie zufällig sogar getroffen. Und die sind dann zusammen, ohne dass sie verfolgt wurden von den Nazgul, also wie es im Film ist, so dramatisch war es eigentlich gar nicht. Sind sie dann hier mit der Fähre rüber. Das machen wir jetzt auch mal. Da drüben haben wir, also das sind, um mal die Relationen der Entfernung ein bisschen hier zu erahnen. Bis zur Brücke, bis zur Brandywine-Brücke sind es 20 Meilen laut Film. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so war. Ich glaube schon. Also wir können das von hier aus schon sehen. Das sind 20 Meilen. Ist natürlich alles ein bisschen komprimiert hier. Muss man verzeihen, weil man kann schlecht hier die Weltreise machen. Ja, also die waren ja auch an der Fähre zugegen, die schwarzen Reiter. Und die Bockländer sind generell ein bisschen kritisch jetzt eingestellt. Was einfach daran liegt, dass die Nazgul... Ja, eben. Die Grenzer, die sind nicht gut ausgestattet. Dass die Nazgul hier eingefallen sind. So, jetzt sind wir im Bockland angekommen. Wir können also mal auf die Karte schauen. Wir sind wieder im Breland, jetzt hier. Und ich schwinge mich mal kurz wieder auf den Gaul. Ich glaube, das hier ist der Weg zum Brandy-Schloss, oder? Genau, das hier ist das Brandy-Schloss. Also das Brandy-Schloss ist kein wirkliches Schloss, sondern es ist nur ein riesiger Hügel, in dem die ganze Brandybox-Sippe wohnt. Und Saradoc Brandybock ist der Patriarch der Brandybox. Und der weiß gar nicht, wo Merry eigentlich hin ist. Das wurde ihm gar nicht gesagt. Also das ist einfach nur ein riesiges
Loch hier, in dem ist übrigens auch Frodo, glaube ich, groß geworden, hier im Brandy-Schloss. Der kennt sich hier im Bockland ziemlich gut aus. So, und hier ist auch Kriegloch. Genau. Hier drüben haben wir eine große Hecke, die wird auch im Buch so beschrieben, mit einer Unterführung. Die ist hier nur schwer zu erkennen aus der Entfernung. Dort geht's durch in den alten Wald. Werden wir vielleicht sogar... Ah, wie mache ich das denn jetzt? Nee, mache ich jetzt noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei Kriegloch angekommen. Kriegloch ist ein Teil von Bockland. Und hier finden wir das Haus, das Frodo sich von dem Erlös des Verkaufs von Beutelsend geholt hat. Das ist dieses hier. Und da sehen wir schon Fredegar Bolger stehen, den Dicken. Der ist ein Freund, ein genauso enger Freund wie Merry und Pippin, muss man auch dazu sagen. Also Frodo hat nicht bloß Merry und Pippin als Freunde, Sam ist ja eigentlich nur sein Gärtner. Die werden erst so richtig enge Freunde und Gefährten während der Reise, sind aber halt auch schon sehr vertraut miteinander. Aber wirklich Freunde sind eigentlich Fredegar Bolger, Merry und Pippin. Und Fredegar Bolger wird immer der Dicke genannt, weil er halt auch ganz gut beleibt ist. Allerdings ist er ein Angsthase und er hat eine andere Aufgabe bekommen. Erzähle ich jetzt aber noch nicht. Wir betreten auch hier das Haus von Frodo noch nicht. Sondern wir machen uns erstmal auf den Weg. Frodo ist natürlich nicht mehr da, das ist klar. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Breland. Ganz einfach aus dem Grunde, weil wir hier sowieso gleich noch vom Hauptquest her hinkommen. Aber ich wollte euch schon mal den Weg zeigen, den Frodo mit seinen Freunden gegangen ist. Also jetzt natürlich dann auch alle vier. Ab der Bockenburger Fähre waren sie dann zu viert. Und wir verlassen mal Bockland über das Tor hier im Norden und befinden uns damit auf der großen Ost-West-Straße, wie wir hier sehen. Und wir sehen schon, davon ist auch gleich der Ring, der uns anzeigt, hier kommen wir zum Hauptquest. Und jetzt muss ich unbedingt mal was trinken, weil ich jetzt so viel geredet habe, dass meine Stimme das gar nicht cool findet. So, okay, wir machen hier den Hügel hoch, denn da oben wird sich Lenglin befinden. Der hat sich hier ein Lager aufgeschlagen und den sollen wir kontaktieren, um hier ein bisschen auszuhelfen. Und er lümmelt nicht etwa rum, weil er faul ist, sondern er ist verletzt. Was benötigt ihr? Aragorn hat Hilfe geschickt. Nazgul, vier weitere von ihnen waren in Bockland. Sie sind schnell nach Osten geritten, auf schwarzen Rössern. Ich war so dumm, mich ihnen in den Weg zu stellen, und sie haben mich einfach überrannt. Meine Wunden werden verheilen, aber die Reiter haben eine Spur des Schreckens hinterlassen, um die man sich kümmern muss. Ich brauche eure Hilfe. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Hinter den schwarzen Reitern folgten Gräber ein und ließen sich hier nieder. Sie gehören nicht zu der üblichen Spezies aus Dunland, sondern zu einer Gattung, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Wahrscheinlich sollen diese üblen Kreaturen Bockland und das Auenland bewachen. Oder zumindest mich, denn sie haben angefangen, mich die ganze Nacht lang unentwegt anzustarren. Auch wenn die Gräber nichts von Bedeutung entdecken, so stellt es doch eine Gefahr dar, dass der Feind uns hier ausspähen kann. Wenn wir seine Späher vernichten könnten, dann wüsste der Feind nicht mehr genau, an welcher Stelle er zuschlagen kann. Bitte tötet die Gräber, die sich südwestlich von meinem Lager niedergelassen haben, nicht weit von hier entfernt. Selbst wenn ihr nur einen Gräber töten würdet, so wäre dies zumindest ein Anfang, um den Feind letztendlich blind zu machen. Okay, den schwarzen Reitern auf der Spur. Wir haben es gehört, die schwarzen Reiter sind hier gewesen. Natürlich, das waren die, die noch im Auenland waren, die vier Stück, die Frodo verfolgt haben. Und die sind glücklicherweise erst nachdem Frodo und seine Freunde aufgebrochen sind, in Bockland eingefallen, beziehungsweise genau gesagt in Kriegloch. Und haben dort auch Frodos Haus gefunden. Sie wussten, wo das war nicht schwer herauszufinden. Es war allgemein bekannt, dass Frodo das gekauft hatte. Haben das zertrümmert. Und dort war es dann so, da kommt dann Fredegar Bolger ins Spiel. Der ist zurückgeblieben, um für den Fall, dass Gandalf nach Kriegloch kommen sollte, als Informant zu dienen. Er sollte dann Bescheid sagen, dass sie weiter nach Bre gegangen sind und dass er sie dort treffen kann. Und er sollte auch so quasi die Heimfront abdecken, damit halt da keine komischen Gerüchte aufkommen und so. Er sollte halt ein bisschen verhindern, dass da noch was nach außen dringt. Also dass da Informationen nach außen dringen, die Frodo irgendwie da blöd kommen könnten.
Und also Merry und Pippin und Fredegar Bolger, die haben ja ungefragt einfach sich die Infos geholt und haben dann über Frodo hinweg, schon bevor er wusste, dass sie es wussten, entschieden, wir kommen mit. Ja, Merry und Pippin sind dann mit, zusammen mit Sam, der ja von Gandalf beauftragt wurde, mit Frodo mitzugehen, und Frodo selbst. Und Fredegar Bolger ist zurückgeblieben und war blöderweise im Haus, als die schwarzen Reiter kamen. Und die haben die Vordertür eingeschlagen. Also er hat sich erst drin versteckt, bis die schwarzen Reiter irgendwann die Vordertür eingeschlagen haben. Daraufhin ist er durch den Hinterausgang getürmt und hat laut um Hilfe geschrien, glaube ich. Und daraufhin brach ein Zeter und Mordio im Bockland aus und die schwarzen Reiter konnten dann nichts tun, als zu flüchten, weil halt massig viele Hobbits auf einmal angekommen sind. Was benötigt ihr? So, aber wir gehen ja jetzt sowieso nach Bockland gleich. Sehr gut. Ihr habt diese widerlichen Vögel vernichtet. Der Feind dürfte sich seiner Pläne nun erst einmal nicht mehr so sicher sein. Ich muss euch jedoch noch einmal um eure Hilfe bitten. Bitte geht für mich nach Bockland, denn durch das Hornsignal der Bockländer bin ich auf die Nazgul aufmerksam gemacht worden. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Also das Hornsignal war quasi das Alarmzeichen, wenn man so will, das halt ausgestoßen wurde, als man mitbekommen hat, hey, hier ist ein Großer in Bockland. Also mit Großer ist eigentlich Mensch gemeint, die wussten ja nicht, dass es gar kein richtiger Mensch mehr ist. Ihr sagt, Unterberg ist bei Aragorn? Ich kenne keinen Unterberg. Ich sollte auf einen Hobbit namens Beutlin aufpassen. Ich muss annehmen, dass er derjenige ist, von dem Aragorn gesprochen hat. Ich bin froh, dass er in Sicherheit ist. Und es erleichtert mich doch. Es war schon spät am Abend, als ich das Hornsignal von Bockland hörte. Als ich auf die Straße rannte, sah ich, wie die Nazgul Bockland im Galopp verließen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich einfach überrannt. Ich befürchte, dass sie Beutlin schon gefunden hatten. Die Reiter der Vier sind östlich Richtung Bre geritten. Vielleicht können wir erfahren, was sie herausgefunden haben, wenn wir uns in Beutlins Haus in Krikloch einmal umsehen. Das Häuschen ist von einer hohen Hecke umgeben und liegt unmittelbar südöstlich des Bocklandtors. Wenn ihr dort irgendetwas herausfindet, dann kehrt zu mir zurück. Was immer ihr mir auch berichten werdet, vielleicht können wir so erfahren, was die Nazgul vorhaben. Gut, auf nach Krikloch. Und, ja, soweit hätte ich das ja jetzt schon erzählt. Er hat es nochmal bestätigt, da gibt es halt ein Haus, das zu Frodo gehört. Tatsächlich waren die Waldläufer, beziehungsweise Aragorn, von Gandalf unterrichtet worden, dass Frodo kommt. Und er hat ihm gesagt, pass auf den auf und sieh zu, dass dem nichts passiert. Allerdings hat Gandalf zu ihm gesagt, er heißt Frodo Beutlin. Und ich weiß gar nicht, ob Gandalf ihm gesagt hat, der ist Unterberg. Auf jeden Fall hat er ihm gesagt, wenn du außerhalb des Auenlands bist, reise lieber unter falschem Namen. Ja, aber Aragorn ist ja nicht dumm. Der hat sie wie ein Schatten verfolgt, als sie angekommen sind in Bre, und hat ein Gespräch mit belauscht, wo er mitgekriegt hat, dass Unterberg nicht der richtige Name ist. Und dass Beutlin der eigentliche Name von Frodo ist. Und so hat er dann mitgekriegt, hey, das sind die, auf die ich aufpassen soll.